So, nach einer gefühlten 1 Stunde Pause, weil meine Ohrmuscheln hier von meinem Gaming-Headset ziemlich feucht werden nach einer Zeit, weil durchnässt wurden, begrüße ich euch hier wieder zurück zu einem neuen Part von Schluck auf. Ich beginne den Part und ich habe erstmal Schluck auf. Nice. Von City Skylines. Ich habe jetzt eine Sache muss ich ändern, die habe ich jetzt gerade gemacht, das hat sich zu sehr gestaut. Grund war einfach, hier war ein Stoppschild drin. Hier wurde einfach ein Stoppschild hingebaut, ich weiß nicht woher das kam, aber hier wurde ein Stoppschild hingebaut. Und mir ist immer noch extrem warm. Ich glaube, ich muss mir dann erstmal ein Eis raushausen. So. Autobahn ist einigermaßen wieder frei. Ich kann neues Grundstück holen. Hier geht es mit dem Verkehr. Nur im Vergleich, wenn man letztes Mal sieht, war es doch schon ziemlich gewaltig, der Verkehr. Jetzt ist er zwar immer noch... Also er ist schlimm, ja. Aber was anderes kann ich jetzt nie dazu sagen. 83% ist schon relativ gut. Hier hat sich das alles gelöst. Hier die Autobahnauffahrt müssen wir vielleicht noch irgendwann mal... Sorry, meine Aufnahme ist abgebrochen. Tut mir echt leid, dass meine Aufnahme abgebrochen ist. So. Wir gucken mal. 85, 97 und 77. Okay. Neues Gebäude. Achso, Krematorium, ja. Oh, jetzt kommen die Leute. Jetzt kommen sie. Und wir brauchen jetzt die Buslinie. Oder ich möchte gerne die Buslinie jetzt haben. Die wollte ich nie letztes Mal hingebaut gehabt. Ich glaube hier rein irgendwo. So, jetzt machen wir mal kurz Stopp, weil jetzt möchte ich alles nochmal logisch durchgehen. Wo, wie, was. So. Dann möchten wir hier an der zweiten Haltestelle halten. Dann müssen wir... Ich möchte hier bitte noch halten. Vor hier oben wäre es glaube ich besser gewesen. So. Und das ist Linie 1. Linie 2 beginnt hier. Das ist dann der Stadtverkehr, der fährt rüber in die Stadt. So. 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 Linie 2. Wir benennen sie gleich erstmal um. Industrie. Industriestadt. Ach, mir ist egal. So. Ich habe keine ich kenne keine Rechtschreibung. Ich glaube, das müsstet ihr schon lange wissen. So, dann haben wir jetzt unseren Stadtverkehr. Neue Linie, so. Da fahren wir hier hin. Fahren hier hin. Müssen am besten hier anhalten, weil hier die Dings ist. Fahren hier runter. Halten hier in der Schule. Jetzt ist natürlich die Frage, wie halten wir jetzt so? So und hier. Da, Nummer 2 ist dann der Stadtverkehr. Und aus der Stadt raus. Geht es zur Schule. Und geht es in Nummer Stadt 2. So.
Dann hier runter. Hier, hier. Ziehen. Fahren hier noch einmal hin und fahren dann wieder zurück mit dem Hals. Ach, fahren gleich zurück. So. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Linien. Das ist dann, was war das jetzt? Das war Stadt. Stadt. Und hier haben wir Stadt. Großstadt. So. Und wir machen mal los. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wie viel Fahrzeuge reinkommen. Das ist doch Stadt. Stadt. Und das ist Industrie. Industrie. Ja, komm, wenn, dann machen wir schon richtig. Wenn, dann machen wir schon richtig. Industrie. So. 5 Fahrzeuge, 19 Fahrzeuge auf der... Ja gut, ist auch groß. Industrie ist nicht groß, da reicht... Sollten das so viele sein? Da reichen reicht eigentlich auch ein Fahrzeug vollkommen aus. Industriestadt. Haben wir 9 Fahrzeuge unterwegs. Reichen eigentlich 5. Okay, hier stehen sie alle und warten eben. So. Dann haben wir den Stadtverkehr. Der hat 11 Fahrzeuge. Bin ich relativ einverstanden damit. So viele wie hier so hin und her gehen. Und dann haben wir noch Stadt Großstadt. Alter Scheibenkleister. So, und jetzt muss ich aber auch hier unten, jetzt haben wir ja 12.000 plus langsam. Hier oben die Richtlinien reinhauen. Strom, Wasser, Recycling, kostenloser Nahverkehr. Das kostenlose Nahverkehr ist vielleicht nicht das Positivste an allen, aber es geht schon. So, Stadtteil kaufen. Das hier. Wann habe ich eigentlich jetzt überhaupt begonnen? Ich weiß nicht mehr. Die Industrie beginnt sich auszubreiten. Eine Zukunft der Industrie. So, jetzt machen wir das aber wie im letzten Part, dass wir hier so die Einbahnstraße reinbauen. So, also so ungefähr wie in der Stadt. Wird ja nicht haargenau das gleiche. Soll es ja auch nicht. Strom. Das macht Lärm? 25%. 25 macht das Lärm. Okay. So, jetzt heißt es nur noch den Strom irgendwie rüberbringen. So. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Wasser kommen hier oben abzapfen. Zapf, 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 zapf. Jetzt haben wir eben nur ein Problem.
dass die ganze Industrie jetzt hier durch möchte. Also die ganzen LKWs durch die Stadt fahren. Das wird erstmal ein großes Problem, dass eben die meisten jetzt entweder von hier aus kommen oder von hier aus kommen, weil wir hier noch keine Ausfahrt haben. Können aber auch sagen, stopp. Wir bauen jetzt hier unsere Autobahn hin. Also unsere Autobahnausfahrt. Und sagen dann, hier ist Verbot für große Fahrzeuge durchzufahren. Und auf der anderen Stadtdings ist Verbot mit großen Autos durchzufahren. Und das machen, das geht ja. Schön genug. Ha, löschen. So. Jetzt brauchen wir die Autobahnausfahrt. Die machen wir so ungefähr wie vorher. So. Und jetzt brauchen wir noch die Richtlinie. Jetzt muss ich natürlich gucken. Richtlinien. Die Autobahn macht keinen Unterschied. Die kostenlose Nahverkehr noch. Schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet. So. Mal das und hier genau das gleiche. Das müsste jetzt bedeuten, alle Fahrzeuge müssen jetzt hier runterfahren. Ob das gut geht, ich weiß es nicht. Oh. Alter, ich werde langsam müde. So, jetzt wird sich mal langsam wieder Gewerbe gewünscht. Das Gewerbe zieht aber irgendwann mal hier runter. So. Und unten machen wir dann so alles richtig schickimicki. Müllauslastung. Voll, fast voll, voll von... Ja. So. Wie viel Strom bringen die eigentlich? Die bringen 14 MW, bringen die. Ja, warum auch nicht? Mein Problem ist dann auch gelöst. Schick. Oh, oh, Abwasser. Abwasser, Abwasser, Abwasser. Nummer 7. Den einen können wir auch hier wegreißen. Das stört mich auch sonst die ganze Zeit. So, und dann brauchen wir Abwasserklärung. Weil mit dem Strom sind wir ja relativ weit oben. Jetzt auch durch die Solar haben wir relativ viel Strom. Ach, hier ist ein Kohlekraftwerk noch. So ganz unoffensichtlich, weil ist ja nach ein Kohlekraftwerk. So, guck mal, was macht denn der Verkehr? 380 Bürger. Wir machen aber hier noch mal
So. Und dann machen wir hier noch eine Linie extra durch, hier. So hier. So hier. So hier. Oh, mach mal. Und dann von da nach da. Und jetzt habe ich, jetzt muss ich löschen. U-Bahn löschen. Ja. U-Bahn. Von hier nach da, nach da, nach da, nach da. Dann überspringen wir die eine. Warum? Damit man so einen Ausgleich bekommt. Okay, hier ist alles voll. Geil. Das war auch immer mein Traum. Hier ist es sehr ruhig auf einmal geworden. Und hier ist es eben sehr staubig geworden. So. Ich möchte hier allgemein keine Dings besitzen, also keine Stoppschilder in der Strecke, weil das einfach nur ein bisschen mistig wird. ~82%. Okay. Was wird noch Reindeer? Heaven in the shining nose. Ba 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 ba. Dum 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 dum. Ich weiß nicht warum. Oh, es wird sich immer noch mehr hier gewünscht. Ja Leute. Dann baue ich das nur für euch, meine lieben Freunde. So. Jetzt ziehen die instant ein. Okay, hier haben wir noch einen kleinen Verkehrsstau. Ja gut, hier kommen auch irgendwie jetzt alle Müllautos raus und wir haben ja Tausende unterwegs gefühlt. Die Stadt besteht jetzt fast nur aus Müllautos und das ist schon ziemlich schlimm. So. Dann würde ich sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch mal einen Moment, ich deinen Daumen nach unten. Das hat sich hier auch, hat sich das beruhigt, freut mich sehr. Der Verkehrsfluss hat noch ein Problem hier so ein bisschen hin und her. Hier müssen wir vielleicht noch eine Abkürzung bauen. Für die Müllautos vor allen Dingen. Weil sind ja bloß Müllautos größtenteils unterwegs. Bestimmt. Naja, viel. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt dann, wenn es so wollt. Ciao, ciao.